Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge Let's Play Transport Fever. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, warum wir im Jahr 1880 sind. Wenn es jemanden noch nicht aufgefallen ist, es gab eine sehr lange Folge, die nannte sich 36a. Da habe ich einen Rettungsversuch gestartet und bin am Ende bei einem sehr niedrigen Betrag rausgekommen, nämlich kein Erfolg. So, das wollen wir jetzt hier auf jeden Fall ändern. Wir haben einen zweiten Versuch gestartet mit dem letzten Speicherstand. Darum lösche ich den letzten Speicherstand nie, weil ich dann immer weiß, okay, gut, hier kannst du noch was ändern. Hier warten ziemlich viele. Wie kann man das verhindern? Leute waren hier. Warte mal, das ist Surbrock-Hilst. Da einmal und Alfhausen-Surbrock. Zack. Alfhausen-Surbrock hat nur einen Zug. Eigentlich wollte ich ja den haben. Und der hat auch nur einen Zug. Das machen wir vielleicht besser, wenn wir da zwei Züge draufsetzen, oder? Weil jetzt haben wir das Geld und das lohnt sich auf jeden Fall. Hier müssen wir jetzt nichts berechnen oder irgendwas dergleichen. Ich suche nur gerade ein Depot in der Nähe. Wo ist denn hier Depot? Hier hinten ist Hilst. Wenn ja kein Depot ist, da pflaster ich ja eins hin jetzt. Mach ich hier hin. Zack. Gleise. Und zack. Kollision. Jetzt geht's aber. Bösen Stein. Kommen wir da dran vorbei? Ja, komm mal. Super. Ja, da kommt hier ein Depot hin. Ja, warte mal. Das hat nicht geklappt. So und so. Da kommt das hin. Der hat gerade wahrscheinlich noch nicht so wirklich rausgefunden, was ich hier gerade vorhabe. Aber das ist erstmal Nebensache. So. Können wir das so gleich mit einplanen? Sagen, dass der hier drauf soll. Ja, nicht so abbremsen soll. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Super. Und das Partnergleis. Super. Ein paar Signale. Einmal, ja, kommt eigentlich nur eins hier hin und da ist ja schon eins. Mehr kommt hier nicht hin. Das einzige, wo noch ein Signal hinkommt, ist hier und hier, wo es jetzt eigentlich sinnlos war. Aber egal. Hier könnte auch noch eins hinkommen. Von der oder von der? Von der Seite. Na, das wird sonst zu viel. So, zack. Die eben vorrangig Vorfahrt. Und dann kommt hier noch eins hin. Genau. Ich stelle mal auf die zwei Linien hier mal
Züge drauf. Hier. Zack. Und hier ist das Depot. Wie das auch immer andersrum ist, ne? Und der Philipp hat mir geschrieben vor Ewigkeiten. Mal ganz kurz was gucken. Was ist das für Details? Steht das hier, was das für eine Lok ist? Höchstgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer und die hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45. Die hat 45, 50. Wird mal Zeit für eine Umrüstung. Wir können ja mal sagen, dass die mal ins Depot soll und der ist gerade hier lang. Oder drehen wir den mal um und dann schicken wir den auch mal ins Depot. Rüsten wir die mal um und dann können wir die kopieren. Und da hat sich das ja. Ist der schon durch? Wo ist denn die Weiche? Ja, ist durch. Umdrehen, Depot. Super. Und das Depot hier von dem. Okay. Wo ist denn das Depot hier? Ah, da fährt ins selbe. Das ist so gut. Das ist gut. Das ist gut. So, beschleunigen wir das Ganze mal. Depotfenster haben wir schon auf hier oben. Ich ziehe das mal so. Ah, die warten jetzt natürlich. Oh, der erste ist drin und dann machen wir wieder auf 1. So, der erste ist drinnen. Ich gucke erstmal hier unten, ob es denn schon neue Wegelchen gibt. Ne, gibt's nicht. So, hier sind jetzt wie viele dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da passen 8 Passagiere rein. Also, ja. Lass mal auf jeden Fall so. Das Einzige, was wegkommt, ist die Lok. Zack. Und da kommt diese hier ran. Zack. Auch ein sehr schönes Exemplar. Oder ich verkaufe das nochmal ganz kurz. Weil das war die eine Linie und ich glaube, die war orange. Aber den kann man nachher auch noch umfärben. So. Der ETC. Das war die Hilfslinie. Ja. Ach nee, warte mal. Ach. Ich bin doch ein Schlaumeier hier. So. Klonen. Wollte ich denn da noch? Zack. Du gehst da drauf. Du gehst da drauf. So, jetzt du. Du hast die alten Wegelchen. Details. Oder sind das auch neue? Jedenfalls hast du eine ganz alte Lok. Die möchte ich nicht haben. Da kommen die dran. Und die Wagen. Das sieht aus nach den Wagen. Kriegst du auch mal neue Wegelchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Bup. Da habe ich nicht genügend Geld. Wie viel kostet so ein Wagen? 155.000. 155.000 mal 10 sind 1,5 Millionen. Wie viel kostet so eine Lokomotive? Okay.
Ich merke mir das mal vor, ich schreibe mir das jetzt auf den Zettel. Zettel. BR 53 plus 10 mal hier Personenwagen bayerisch. Ich schreibe einfach Perso BAY auf Elfhausen Soburg. Soburg. Zack. Für nächstes Mal. Oder für spätere Zeiten. Wird langsam kalt. Machen wir das Fenster zu. Zack. Ah, super. Also das hat jetzt auf jeden Fall funktioniert. Die warten zwar wie Ewigkeiten hier, aber dafür gibt es jetzt hier ordentlich Cash. Boah, ich war gerade noch am Fenster. 3001. Zack. Und der andere. Ist das gerade der? Da will ich hin. Das ist wahrscheinlich der. Ist so 3001. Zug 3. ETC 3902. Das ist dann der zweite. Genau. Hat jetzt genauso viel, wie er an Bord nehmen kann. Super. Der wartet natürlich noch. Und der wartet natürlich auch hier einiges. Ich glaube, ich rüste den Bahnhof mal auf. Ist am besten. Aufrüsten. Zweigleisig. 3, 4. Das geht schon mal nicht. Da müsste ich hier zweiter Straßenanschluss. Das ist auch lustig. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Anwenden. So, da ist jetzt eine Linie dran sozusagen. Und die Linie könnte ich sozusagen ans zweite Gleis heften. Könnte ich machen, oder mal? Oh, zack, 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 zack. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, wenn es wieder heißt Transport Viewer mit dem Zentrum Geistes. Ihr habt es jetzt erstmal rein im Fernsehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.